Scooby-Doo. Afraid, another day of living. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies 2. It's about time to play. 27. Heißt das so? Ich habe richtig Probleme mit Zahlen im Englischen. Ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, aber ich habe eh schon Probleme mit Zahlen. Und wenn sie dann auch noch im Englischen sind, dann ist es kaputt. Levelziel, überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Yay, I guess. Oh. Viel zu tun. Wir nehmen mal Hochwallnüsse und Sprengnüsse. Und du kannst mich mal fressen, Dinger. Und das und das und das. Und dann nehmen wir noch das und das. Und dann brauchen wir noch Sonnenlicht. Ha? Ha? Habt ihr gedacht, ich vergesse die Sonnenblume? Na? Na, habt ihr gedacht, ich vergesse die Sonnenblume? Habt ihr gedacht, ich vergesse die Sonnenblume? Ich habe sie fast vergessen. Auch meine Herausforderung. Ohne Sonnenblumen spielen. Ich wünschte manchmal, man könnte dem Spiel mit einer Cheat Engine seine eigenen Level bauen, so wie man sie gerne hätte. Ist ja voll der Hammer. Wir werden jetzt alle beide in die Mitte gepackt. Alles klar, das ist super. Das könnt ihr gerne tun. Kommt herangewankt, ihr hässlichen Ausgeburten des Friedhofs. Habe ich gerade Verstorbene beleidigt? Ich glaube, ich habe gerade Verstorbene beleidigt. Aber die können sich ja jetzt nicht mehr beschweren. Ha! Das war pietätlos. Die ist auch gleich auf Maximallevel dann. I like that. I like that. I guess I like that. So, dann sind die hier schon mal geschützt. Und ich pack die hier tatsächlich auch rein. Sehr gut. Du hältst bitte alles schön warm. Sollte jemand hinkommen, wird er weggesprengt, geschmissen, was auch immer. Bums. Bums. Alter, die machen richtig Damage, du. Diese Kiwi, das Kiwi-Beast wird richtig zum Biest hier. Bums. Voll geil. So ein richtiges, brutales Monster, das Ding. Gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr gut. Sehr geil. Ich warte gerade noch auf. Nein. Kannst du die mal wegschubsen? Hui. Ich warte. Hui. Warte hier so schön. Das Kiwi-Biest hält echt eine Menge aus. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es jetzt schon früher down gehen würde. Ja, das tut es nicht. Alter. Wow, guck dich diese Combo an, Leute! Okay, ich weiß, selbst mir gefällt hier die Asymmetrie nicht. Ach, es ist besser. Ja, ich kriege auch immer jedes Mal Ausschlag, wenn ich das sehe. Ich ist schon bei. Ob das hier noch so geil ist. Ich glaube, ich möchte hier noch mehr Kiwi-Biest haben. Oh, Diamonds! Danke, das wäre auch nicht nötig gewesen. Oh oh. Passt auf. Scratch! Ach, ist das schön. Ist das schön. Ich mag die Granatapfelbombe. So, jetzt kann der hier dahinter. Sehr gut. Wir sind noch so früh hier. Schubst die mal alle zurück. Genau. Bitte zurückschubsen. Rums, 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 rums. Okay, das könnte jetzt zu einem Problem werden. Ich will nicht, dass du da oben platt gematscht wirst. Danke. Was hat mir noch das hier? Okay, jetzt ist es unsymmetrisch. Das ist nicht schön. Ich will nicht, dass es unsymmetrisch ist. So, jetzt ist es wieder symmetrisch her. Und ich ganz jetzt haben wir wieder Symmetrie. Wir machen die einfach vorher mit lauter Kiwi-Biestern platt. Ich packe jetzt einfach überall Kiwi-Biester hin. Die bumsen die hier alle weg. Das ist voll der Hammer. Disch, disch. Der Boden bebt. Blitze zocken, Donner kracht. Ging das nicht irgendwie von Flipper so? War das nicht irgendwie? Da gab es doch dieses so komische Kinderserie von Flipper. Das ist Flipper! Oder so, ich weiß auch nicht mehr.
Erinnert sich noch jemand an solche, bin ich alt? Bin ich zu alt? Ist das nicht mehr cool, sowas zu wissen? Ich mochte die Serie nicht, kleiner Funfact am Rande. Hanni, das ist kein Funfact, das ist sinnloser Schwachsinn. Okay. Alles platt gemacht. Sehr gut. Massenerschütterungsschaden des Todes auf Doom. Yeah. Er versucht da mit Eiswerfen irgendwas zu erreichen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Hallo, Pamsen. Hui. Wusch. Bams. Und jetzt hier. Kiwi-Büster gehen voll ab, Mann. Alter, die Kiwi-Dinger sind so unglaublich gut, ey. Ich sag gleich noch mal. Alter, guck dich das an. Die springen teilweise synchron. Dusch. Oh Mann, ist das cool. Hier. Dusch, dusch, dusch. Die fliegen da, die Köpfe. Hui, Zombie-Köpfe, hello. Fasnacht. Silvester. Entschuldigung. Ja. Whoops. Da kann der Dicky jetzt lang gehen. Problem mit. Oh, jetzt macht die Kiwi nochmal richtig Party. Die Kiwi, die macht Party. Die Kiwi hat alles erledigt. Da fliegen kleine Gnome. Das können die ruhig machen. Die werden erledigt. Wie sie gucken können. Hatten wir nicht auch irgendwie zwischendrin mal Dingens hier? Gott, wie heißt es? Spezialdünger? Nee, ne? Nee. Ist es symmetrisch? Es ist beinahe symmetrisch. Wunderschön. Okay. Kiwi Beast OP, wenn es dauerhaften Spezialdünger hat. Ich meinte, ich hätte mir zwischendrin normalen Spezialdünger eingesammelt. Was ist denn damit passiert? Habe ich wahrscheinlich aus Lotter-Effekt benutzt. Gehen wir doch mal nach unseren Pflanzen gucken. Vielleicht geht's denen ja ganz gut. Und wir können ein paar abernten. Wobei, ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube noch nicht. Aber gießen müsste ich einfach mal wieder. Ich müsste allgemein mal wieder gießen. Hier. So, hier. Oh, die Erbsenschote. Der Spiky. Und der Froschähnliche, was auch immer. Schwum. Eine Biene. Ich bin eine Biene. Und die Biene bestäubt den Kleinen hier. Ja, der süße, kleine, niedliche wird da bestäubt. Oh, dich können wir mal verstärken. Ja, und wir sind schon bald wieder dran. Also wir haben jetzt schon wieder 6 Diamanten gesammelt. Wir können hier bald den Zen-Garten vollständig ausbauen. Das finde ich aber gut. Gießen. Ich müsste auch hier mal wieder gießen. Ich müsste auch bei mir auf dem Balkon wieder gießen. Das mache ich so alle 2 Tage. Je nachdem, wie heiß es war, muss da vermutlich auch mal wieder gegossen werden. Ja, das vergisst sie immer. Du lässt sie uns verdattern und verdorren. Ach, Günther, du brauchst doch sowieso nur alle 14 Tage Wasser, laut Gebrauchsanweisung. Oh, ja? Glaubst du das? Das steht auf einem Zettel, steht das eine Gebrauchsanweisung. So ist das alles. Du lässt andere entscheiden, ja? Naja, das sind ja Botaniker. Die kennen sich mit Pflanzen halt aus. Die müssen doch wissen, sonst übergieße ich dich doch, dann verdorrst du auch. Ja, ist doch meine Entscheidung, ob ich will, dass mein Topf verfault oder nicht. Schließlich bin ich untot. Ja, das ist ein Argument. Okay, starten wir ins nächste Level. Die 28. Was erwartet uns? Wir gehen straight aufs Finale zu. Von diesem Dings. Von den Frostbeulenhöhlen. Ja, es leckt heute ein bisschen mehr als sonst. Was soll das? Plane deine Verteidigung, besiege die Zombies. Warum? Muss das sein? Da sind viele Zombies mit den Frettchen. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall etwas haben, was schnell viel Schaden macht. Was schnell viel Schaden macht. Du machst schnell viel Schaden. Ich frage mich gerade eins, was würde passieren, wenn wir eine ganze Reihe nur aus Wasabis, also wirklich nur Wasabis dahin packen würden? Und dann noch so ein paar halbseitige Sachen mitnehmen, die eventuell aufhalten könnten. Hier sowas zum Beispiel. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das probieren wir jetzt mal aus. Holen wir noch irgendwas Günstiges. Dä-dä-dä.
Nee, unsere Windelbohne! Ja, Windelbohne! Okay, alles klar. Wir pflanzen hier heiße Wasabi hin. Und zwar mehrfach hintereinander. Und den Rest können wir dann einsetzen, wie wir es brauchen. Los geht's, auf geht's! Ja, wenn die jetzt gleich zusammen da. Das ist voll gut. Treffen die auch mehrere? Das weiß ich nicht. Wie sieht. Ist das jetzt entscheidend, wie das mit dem Eimer-Zombies abläuft? Ob ich muss hier was pflanzen? Alles klar. Du Scheiße, alles gut. Ah, das war ein bisschen zu spät. Alles okay. Die, für die ist das echt gut. Ich glaube, hier werde ich auf diesen Regionen werde ich mehr davon benötigen. Ja. Bis jetzt sieht das ganz okay aus. Eis kann uns nicht viel ausmachen. Die Dodos werden dann auch erledigt. Die Nüsse werde ich kurz bevor sie sich sprengen nochmal stabilisieren mit meinem Dünger. Jetzt zum Beispiel. Okay, oh, Leute, das sieht gut aus. Dodos, alle da ankommen. Und jetzt kriegen die jedes Mal volle Kanne einen drauf. Sehr gut. Oh, ist das super. Ach, guck mal, da kommt schon der nächste Spezialdünger an. Voll gut. Oh, das da unten könnte ein Problem werden. Das muss weg. Der muss gedüngt werden, alles klar. Ach, guck mal, dann läuft es ja doch jetzt schon ganz gut hier. Wie schnell kriegen die aufgetaut? Es ist okay. Es ist so. Hallo, ich habe was da drauf gesetzt. Hallo, wirklich? Oh, diese Frettchengeräusche, die immer. Geht voll nicht. Schön auftauen, damit er mir das nicht wegschiebt. Also, ich glaube, das war die beste Taktik, die man machen konnte. Easy, GG. Easy. Kommt da so ein Dicker an? Da machen wir mal eine Sprengnuss hin. Also, so ein Spreng. Okay. Ach ja, die schlagen ja auch nach hinten. Geil. Mundgeruch-Style. Voll gut. Wenn er jetzt hier draufhaut, ist das für ihn auch uncool. Ihr müsst doch, hallo, du wirst es hier draufhauen wollen. Genau, dann sprengt sich das. So ist gut. Die werden nach hinten gehauen und. Keine Ahnung. Was passiert, wenn der Bohne. Alter, die furzt da noch mehr aus. Kann ich jetzt einfach da drauf? Ja, okay. Dann komm, mach den weg jetzt. Ah, ist gezeichnet. Exzellent. Oh, die Chili-Bohne. Oh, das Chili-Bohnen-Baby. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, ich finde es einfach voll putzig, wie es guckt. Ah. Ich bin eine kleine Chili-Bohne. Und ich habe mir in die Wände gemacht. Oh, kawaii desne. Okay, ach, wir können mal wieder gucken, was wir hier alles abgeben können beim Reiseklotz. Ja, die Rotorrübe haben wir. Die Rotorrübe eigentlich viel mehr. Ich habe Rotorrübe gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Das haben wir gemacht, genau. Zwirbel, ja. Dann haben wir einfache Zombies besiegt. Oh, und dann müssten wir den elektrischen Boogaloo machen. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Da habe ich jetzt nicht so große Lust drauf. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Plants vs. Zombies 2. It's about time. Zu unserer Zeit haben wir jetzt immerhin 2 Level geschafft. Das ist schon mal schön. Wir haben das Chili-Bohnen-Baby gesehen. Es hat zwar nichts in Aktion gemacht, aber wir haben es gesehen. Und es sah voll süß aus. Okay, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und eure Kommentare und Bewertungen. Macht's gut. Tschüss.